zunächst mal war die Frage, wie kann man überhaupt von den Kanaren aus Samen nach Deutschland oder nach Europa verkaufen. Ich glaube, dass wir zwischenzeitlich sogar mal bis zu 900 Chilisorten im Angebot hatten. Naja, die Keimfähigkeit ist natürlich erstmal das, was beim Kunden als allererstes auffällt. Und dann später stellt sich natürlich heraus, ob die Sorte auch sortenrein ist. Das versuchen wir natürlich auch maximal zu lösen. Wir haben selten irgendwelche Kreuzungen und ich kann das auch ganz klar sagen, weil ich die Sorten, die wir verkaufen, aus Abfüllungen aus dem Sortiment anbaue. Die Töpfe werden alle von Hand gegossen. Das hat auch den großen Vorteil, dass man beim Gießen an jeder Pflanze praktisch vorbei muss und sehen kann, ist da Ungeziefer, ist alles in Ordnung, muss eine Pflanze angebunden werden. Das unterscheidet uns, glaube ich, von dem Großteil der Saatgutverkäufer. Unser Saatgut, das wir hier verkaufen, ist auch selber produziert. Und damit haben wir den absoluten Überblick über die Ware und müssen keine Angst haben, dass uns jemand was geliefert hat, was nachher gar nicht dem entspricht, was wir angeboten haben. Und meine Enkelin, die mag Chilis überhaupt nicht. Die interessiert sich hauptsächlich für Salis, die wir hier nebenan sehen können, diese wunderschönen Pflanzen. Genau.